Nach dem Abkleben habe ich eine Grundierung vorgenommen, die zeige ich euch mal. Der Flieger sieht jetzt so aus. Also gefällt mir schon richtig gut. Ja, das mit dem Spachteln ist noch nicht so hundertprozentig. Ich weiß, man sieht es noch ein bisschen. Ich bin da noch nicht so der Experte drin. Also ich musste auch noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Hier vorne an den Flügeln ist es ganz gut geworden. Aber hier an den Turbinen, ich glaube, man sieht es noch, das ist noch nicht so ganz hundertprozentig. Also da muss ich noch ein bisschen dran üben. So, und hier hinten, ich weiß nicht, seht ihr es? Ja, an den Finnen, da ist die Farbe hat dann nicht richtig gehaftet, obwohl ich es vorher gewaschen habe. Deswegen war es auch gut, dass ich das jetzt hier mal grundiert habe. Denn wenn ich jetzt die nächste Farbschicht drauf mache, dann wird das besser sein. Der Bau an sich war nicht sonderlich kompliziert, also es ließ sich alles gut zusammenbauen. Bei dem Schritt war noch interessant, hier steht dann chinesische Schriftzeichen Decal und auf dem Decal-Bogen waren nur Nummern drauf. Also da musste man ein bisschen raten, war an der Stelle aber noch einfach und damit machbar. Ja, bei dem Schritt war problematisch, diese beiden Hälften auch zusammenzukleben, dass es auch passt und bündig war mit dem Cockpit-Teil in der Mitte, was im Vorfeld ja gebaut wurde. Das war ein bisschen knifflig, hat aber glücklicherweise funktioniert und scheint auch ganz gut geworden zu sein. Beschwert hatte ich das Ganze vorhin mit einer Mutter, einer alten und einer alten Schraube. Das funktioniert hoffentlich ganz gut. Ich muss mal das Fahrwerk noch anbringen, um zu sehen, ob dann das Gleichgewicht von dem Flieger auch noch besteht. Nicht, dass er wirklich nach hinten kippt, aber er fühlt sich so an, als ob er vorne schon eine Ecke schwerer wäre. Ja, die Flügel haben gut zusammengepasst. Musste man, hier waren die Auspuffmarken dran oder halt da hing es am Rahmen dran. Das war nicht so gut. Konnte ich aber glücklicherweise, wie ich es ja eben schon mal erwähnt habe, ganz gut wegspachteln. So, die Turbinen waren leicht zusammenzubauen, keine große Kunst. Der Rest ging auch alles. Und die Cockpitteile, die Kanzeln habe ich drauf, habe ich maskiert. Muss man mal sehen, wenn ich jetzt das Maskiertape und das Maskohl abnehme, wie das Ganze dann aussieht. Aber da erst einmal sowieso lackieren. Die mächtige Gausskanone ist auch schon drauf. Also ein schönes Teil. Auch alles okay. Fahrwerk bin ich noch nicht dran. Die Bomben werde ich auch erst anmalen. Die sind grundiert. Und dann kommt das Entscheidende, dann kommt die Tarnung. Also ich habe mich entschlossen, ich werde das nicht machen, wie es auf dem Karton ist, diese grünliche Tarnung. Ich würde gerne diese klassische graue Tarnung machen. Da bin ich aber noch in der Findung. Also das werde ich dann als nächstes tun. Und nach dem Tarnen kommt dann noch das Weathering und dann die Alterung. Und ach, habt ihr nicht gesehen. Also ich werde noch ein bisschen zu tun haben damit. Aber Phase 1, die Bauphase in Anführungszeichen, habe ich, würde ich mal sagen, abgeschlossen. Und jetzt gehe ich in die Lackierphase. Wir schauen, wie es wird. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei und wünsche euch noch viel Spaß am Modellbau. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.